Herzlich willkommen bei Y Agencies. Wir sind im wunderbaren Hamburg. Es ist etwas neblig. Wir sind an der Elbphilharmonie. Wir besuchen drei Agenturen. Wir sind bei Karl Nann, wir sind bei Think, wir sind bei Scholz. Und bei Karl Nann starten wir. Da habe ich die wunderbare Nina an meiner Seite und wir gehen mal rein. Hey Jana, erzähl doch mal, was machst du? Was ist deine Jobbezeichnung? Meine Jobbezeichnung ist Business Development Managerin. Klingt immer super fancy, aber ist es eigentlich gar nicht so. Und ist ein Bereich in der Agentur, relativ neu, unter denen ganz, ganz viele verschiedene Themen fallen. Super spannend. Du hast es gerade gesagt. Klingt fancy. Ist es meistens gar nicht. Magst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Also ja, was gerne. Konkret machst du den ganzen Tag? Also von bis, das sind ganz, ganz viele Themen. Es ist eine relativ neue Abteilung so in der klassischen Werbeagentur. Es betrifft in zum Beispiel einer inhabergeführten Agentur sehr viel die Unternehmenspositionierung. Was ist eigentlich eine Werbeagentur? Was ist unser Produkt? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Was ist da draußen los? Aber auch New Business, also ganz klassisch, wenn wir sagen, wir wollen neue Kunden gewinnen. Aber welche Kunden sind es eigentlich? Dann fallen darunter sowas wie Awards, also wenn wir Arbeiten haben, die wir gerne einreichen wollen, aber auch Events oder wenn wir sagen, komm, lass uns mal irgendwie selber eine Eventreihe machen, entwickeln wir das. Genau, also so ganz, ganz bunter Blumenstrauß eigentlich. Und wie bist du da hingekommen? Ich stelle mir jetzt nicht vor, dass man von der Uni kommt und sagt, ich werde jetzt Business Development Manager. Nee, ganz im Gegenteil. Ehrlich gesagt bin ich da voll reingerutscht. Mir war das früher gar kein Begriff. Ich finde immer, dass sowas dann Business und Development, da hätte ich mich damals, glaube ich, nie gesehen. Ich bin tatsächlich, ich habe über ein Praktikum den Weg in die Werbebranche gefunden. Und das war, ehrlich gesagt, ich war jung, ich wusste gar nicht, was ich machen will. Und dann hatte jemand gesagt so, hey, mach doch mal in der Werbeagentur, ist doch voll cool, irgendwie alles fancy, so, es passt bestimmt zu dir. und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das einfach mal. Und dachte auch, ich würde das machen und danach dann vielleicht studieren. Und dann bin ich aber hängen geblieben. Also bin gleich drin geblieben und habe gesagt, okay, ich mache hier die Ausbildung, ich will hier bleiben, es macht Spaß. Und nach der Ausbildung wurde ich dann hier übernommen und dann war es die Stelle damals noch, ich weiß, ich habe die Stellenbeschreibung gesehen, ich war so, wow, ich kann das alles gar nicht, das werde ich niemals erfüllen können. Und jetzt nach 2,5 Jahren fühlt sich das voll normal an und bin da so reingekommen. Man merkt richtig, dass du dafür brennst. Führ uns doch mal durch so eine klassische Woche oder durch so einen Tag. Also was erwartet mich, wenn ich Business Development Managerin werden möchte? Also meine Woche startet eigentlich immer damit, dass ich mich erstmal so ein bisschen informiere, was ist los, was ist an News rausgekommen, was ist in der Werbebranche gerade los. Dann kommen so viele Status-Meetings, weil man ja natürlich erstmal sich abstimmen muss mit einem Team. Hier in der Agentur ist es halt inhabergeführt, das heißt, ich setze mich mit den beiden Geschäftsführern zusammen. Wir schnacken erstmal ganz entspannt, also jetzt auch nicht irgendwie so, oh, Business, jetzt muss es losgehen, sondern eigentlich ganz, ganz locker. Dann folgt das so von so ein paar anderen Meetings, aber tatsächlich so ein bisschen anders als vielleicht bei den Kreativen. Also die Arbeit ist dann schon ein bisschen unterschiedlich, aber dann ist es eigentlich super bunt. Also von Meetings mit der Kreation, weil ich natürlich auch mit den internen Ressourcen hier zusammenarbeite, von Meetings bis irgendwie ein bisschen Struktur reinbringen oder auch so ein bisschen sich hinsetzen, mal für sich arbeiten. Also es ist wirklich von bis richtig cool, ein bunter Mix, würde ich sagen. Und Gibt es irgendein Projekt oder irgendeinen Aufgabenbereich, wo du sagst, das ist richtig geil, das bringt mir richtig Spaß oder hat mir super viel Spaß gebracht? Also mir bringt tatsächlich am meisten so dieses Developen Spaß, also sich hinsetzen, zu überlegen, okay, was können wir machen, mal irgendwie runterschreiben, so ganz rough anfangen und das dann zu diskutieren, weiterzuentwickeln, das macht mir super viel Spaß. Damals, weiß ich noch, in meiner Ausbildung, werde ich auch nicht vergessen, habe ich mich mal als Kreative versucht. Ich konnte nicht mit Photoshop und Co. umgehen, habe dann wirklich angefangen, Sachen auszuschneiden und übereinander zu kleben, weil ich so dachte, ich weiß gar nicht, wie es geht. Das hat mir auch Spaß gemacht, also auch so ein bisschen kreativ werden und das ist halt auch voll cool im Business Development. Du kannst wirklich von bis, also Event Management zu Award Management, das ist so vielfältig. Und das war mir persönlich immer wichtig, dass ich nicht sage, so, mein Tag startet so und endet so und eigentlich ist er mehr oder weniger gleich, sondern immer anders. Jetzt bist du ja, so wie ich dich richtig verstanden habe, so ein bisschen durch Zufall auch reingekommen, durch ein Praktikum und dann hat sich das entwickelt. Wenn ich das jetzt höre und mitbekomme und vor dem Bildschirm sitze und sage, Mensch, interessiert mich, möchte ich auch werden, gibt es deiner Meinung nach einen Studiengang, einen Ausbildungsweg, wo du sagen würdest, der bereitet einen gut darauf vor? Also ich habe ja die Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Marketingkommunikation.
Und die geht 2 Jahre und ich dachte so, hey, ich vertue mir damit nichts. Erstmal klingt das ganz cool. Ich kann in der Agentur bleiben, wo ich das Praktikum gemacht habe. Mhm. Das war ein super Start. Ich habe irgendwie mehrere Abteilungen durchlaufen, also von Kreation bis Postproduktion, war alles irgendwie dabei. Das war super, weil ich wie mir erstmal so ein Bild verschaffen konnte. Ich meine, ich kam rein, ich hatte gar keine Ahnung von der Arbeitswelt. Also für mich war es ja auch so, was ist eigentlich Arbeit? Ne? Man hat so die Vorstellung und Werbung klingt dann fancy, aber wie fancy ist es wirklich? Mhm. Und das war eigentlich war ein super Start. Und dann ist man da schneller drin, als man gucken kann. Mhm. Und ich würde eigentlich immer raten, einfach mal ausprobieren. Also von einem Praktikum oder einfach mal einen Schnuppertag oder was man da alles mittlerweile machen kann. Agenturen sind da, glaube ich, auch super offen für. Mhm. Und dann, dann kriegt man, glaube ich, ein schnelles Gefühl dafür, ob man da Bock drauf hat. Ja. Okay, und jetzt bist du ja schon eine ganze Weile in der Werbebranche. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht die Werbebranche einfach ganz besonders? Das liebe ich am meisten an der Werbebranche. Und das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es sind so viele Aspekte, die die Werbebranche so machen zu dem, was sie ist. Aber ja, ich glaube, es ist, also für mich ist es so das Menschliche. Also ich gehe zur Arbeit, aber ich bin trotzdem ich selbst. Also es ist nicht, ich bin so, okay, jetzt geht Privat-Johanna los und wenn ich drin bin, bin ich Business-Johanna. Sondern ich arbeite einfach mehr oder weniger mit Freunden zusammen. Es ist irgendwie wie so eine Studenten-WG, nur dass die Arbeit am Ende besser ist als vielleicht eine Bachelorarbeit oder so. Aber es ist einfach so locker und entspannt. Ich muss mich nicht verstellen. Ich habe das Gefühl, ich arbeite mit Leuten zusammen, mit denen es einfach Spaß macht und man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Also das ist so, glaube ich, das, was es ausmacht im Vergleich zu anderen klassischen Branchen. Toll, vielen, vielen Dank. Du Sehr strahlst gerne. Über beide Ohren. Also toll, dass die Branche dich so begeistert. Und wir hoffen, ihr habt euch auch begeistern lassen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Why Agency.